Hallo Filmfans, herzlich willkommen zu einer neuen Kritik und heute geht es um den neuesten Ableger der Texas Chainsaw Massacre Reihe in 3D. Ja, 1973 inszenierte ja Tobe Hooper einst den ersten Teil für ein sehr moderates Budget. Heraus kam wirklich effektloses Kopfkino und Leatherface wurde zu einer der ersten Ikonen des neuen modernen amerikanischen Horrorkinos. Und das in einer Art und Weise, die schon wirklich sehr bedrohlich war, diese ganze verstörte Atmosphäre, die der Film hatte. Ja, 1986 kam dann das erste Sequel, eine Art, ja, schwarzhumorige Bad-Taste-Parodie, die mit dann doch recht blutigen Effekten von Tom Savini daherkam. Ja, bei vielen Fans kam der Film nicht wirklich so gut an, er wirkte wirklich wie eine Art Parodie, wie eine Remake, wie eine Art Remake auf den ersten Teil, aber er hat schon seine Stärken und das merkt man erst nach mehrmaligen Schauen von diesem Film. 1990 folgte dann Leatherface, also beziehungsweise der dritte Teil mit einer ganz neuen Familie. Viggo Mortensen, den wir aus Herr der Ringe kennen, durfte hier einen degenerierten Redneck geben. Die Familie ist natürlich ordentlich angewachsen, der Film war teilweise mehr Comic Relief. Und von diesem Film gibt es unzählige Schnittfassungen. Irgendwann verliert man da doch mal ein bisschen den Überblick. 1994 kam aber der absolute Tiefpunkt. Kim Henkel, der einst im Original mitgearbeitet hat, hat die ganze Serie scheinbar ruiniert, zu Grabe getragen. Aus Leatherface wurde eine Transe, die schreiend, gröhlend in Frauenkleidern mit der Kettensäge bewaffnet durch die Wälder hüpft und schreit und quietscht und hast nicht gesehen. Dazu noch Bridget Jones und ein ehemaliges Sexiest Man Alive, Matthew McConaughey. Die ganze Franchise wurde ad absurdum geführt, am Ende kam noch so eine Alien-Nummer dazu, oh my goodness. Also diesen Teil kann man wirklich gekonnt ausklinken, er passt überhaupt nicht rein. Einfach nur langweiliger Mumpitz, wirklich Schwachsinn hoch 10. Ja, dann 2003 kam das Remake aus dem Hause Platinum Dunes von Michael Bay, inszeniert von Markus Nispel und Leatherface war wieder da, stärker denn je. Ein Remake, was wirklich überzeugen konnte, in seiner Art und Weise, in der Inszenierungsart, wobei natürlich hier auch einige grafische Effekte dennoch nicht fehlen durften, aber das Ganze wirklich in sich sehr stimmig war und The Beginning hat noch eins draufgesetzt, quasi ein Prequel zum Remake von Jonathan Liebesman, ein wirklich sehr roher Film, der auch eine sehr interessante Zensurgeschichte vorzuweisen hat, auch natürlich hier in Deutschland. Ja, nach dieser kleinen Zusammenfassung der letzteren TCM-Filme kommen wir natürlich jetzt zur wichtigsten Frage aller Fragen. Taugt der neue Film, der ja auch im kassenträchtigen, aber ich muss auch sagen, sehr überflüssigen 3D daherkommt, überhaupt etwas? Die meisten Menschenkritiker waren sich schon einig, der Film ist grottig, er ist einfach schlecht. Ich würde an dieser Stelle eher sagen, jein. John Lussenhopp hat wohl die meiste Schelte abbekommen, ist kein großartig bekannter Regisseur. Allerdings hätte man auch einen schlechteren Regisseur nehmen können. Ich empfehle an dieser Stelle Uli Lommel oder zum Beispiel, Uwe Boll ist nicht mehr so schlecht. Und ja, man hat hier quasi darauf verzichtet, die anderen Vorgängerfilme zu erwähnen. Man ignoriert sie einfach und hat hier ein Sequel zum Originalfilm auf die Beine gestellt, was an sich schon eine recht gute Idee ist. Und das merkt man auch in den ersten Minuten, wenn man dann einen Zusammenschnitt aus dem Originalfilm geboten bekommt. Sally Hardesty, wie sie halt von der Farm der Sawyers flüchtet, dann taucht plötzlich Sheriff Hopper auf, der quasi für den Bezirk zuständig ist und die Familie natürlich zur Rede stellen möchte, alle einkassieren möchte, aber einige Bürger haben davon Wind bekommen, tun sich zu einem Lynchmob zusammen, um die Familie auszulöschen, was ihnen natürlich auch gelingt, im Kugelhagel und später stecken sie dann noch das ganze Farmhaus in Brand und da geht man natürlich davon aus, dass keiner der Familie überlebt hat, auch nicht Leatherface, aber wie in jeder Horrorserie weiß man natürlich, dass das Böse immer wieder einen Weg findet zu überleben. Und er macht den Film Break. Und das Problem ist halt, die Handlung spielt Anfang der 70er, 1973. Und dann befinden wir uns plötzlich in der Jetztzeit. Na gut, das suggeriert der Film nicht so doll. Aber spätestens, wenn man ein Smartphone zu Gesicht bekommt für eine Szene, in der eine Tatortbegehung via Video-Livestream betrieben wird, könnte man sich schon die Haare ausraufen oder sich genüsslich am allerwertesten kratzen. Und das ist das größte Problem, denn
Das Final Girl, die Hauptfigur Heather Miller, ist erst Anfang 20 und normalerweise müsste sie, wenn wir davon ausgehen, Neuzeit, müsste sie glatt schon fast 40 sein. Und daran merkt man auch, dass man dann sich nicht wirklich viel Zeit für das Drehbuch genommen hat, dies auszuarbeiten. Man hätte sich einfach viel mehr Zeit nehmen können, denn die Story an sich ist durch und durch klischeehaft. Es ist nichts wirklich Neues dabei, nichts wirklich Neues. Teilweise ist auch vieles vorhersehbar, sehr überkonstruiert. Die Vorgängerfilme werden dennoch in vielerlei Hinsicht ja, zitiert, wenn es darum geht, es gibt hier einen männlichen Anhalt und da können wir zusammenrechnen, wer als erstes ins Gras beißt. Dann noch bei diversen anderen Szenen, wo man sich natürlich als Genre-Fan freut, dass diese sehr selbstreferenziell sind. Also ich hatte doch ab und zu echt ein fettes Schmunzeln auf den Lippen, als ich diese Momente gesehen habe. Und Joe D'Amatos Maneater wird quasi unbewusst zitiert, aber von der Qualität her doch etwas besser, wenn einem überhaupt dieses Element auffallen sollte. Ja, es gibt ein tragendes Element, beziehungsweise ein Element, was man irgendwie so richtig in den Film platzieren möchte, das allerdings nie wirklich großartig genutzt wird, was ich schade finde, denn man hätte weitaus mehr Tragik, viel mehr Emotionalität mit reinbringen können. Ich sage einfach nur Frankenstein-Komplex, es geht allgemein um Leatherface. Leatherface wird ja nicht nur als Monster dargestellt, wird als irrer, Kettensägen schwingender Killer, sondern auch als Wesen, das innerlich doch verletzt ist. Er hat seine Familie verloren, er hat in den letzten Jahren FTH betrieben, also scheinbar weniger Menschenfleisch zu sich genommen. Und das sieht man ihm auch an, er ist weiter schlaksiger, aber er ist dadurch nicht weit weniger bedrohlich und es gibt einige Szenen, die wirklich gekonnt gut inszeniert sind, wenn er die Kettensäge schwingt, wenn er seine Opfer durch den Wald hetzt. Und ja, diese Idee, die der Film eigentlich quasi an erster Stelle stellen will, gipfelt recht früh in einer wirklich tollen Szene, in einer Massenszene auf einem Jahrmarkt. Leatherface zum ersten Mal in einer großen Menschenmenge. Was mir wirklich gut gefallen hat, auch allgemein von der Kameraarbeit her. Aber diese Szene an sich ist wirklich sehr kurz, aber sie ist in meinem Kopf hängen geblieben. Und das heißt schon einiges. Und ja, die Schauspieler, da muss man großartig nicht viel drüber reden. Die TCM-Filme waren weder noch großartig tiefgründig, sondern sonst wie noch schauspielerisch brillant. Alexandra Daddario kommt allerdings nie an die Performances von Jessica Biel oder Jordana Brewster ran oder Marilyn Burns. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, entweder haben sie nur gecastet wegen ihrer optischen Reize, das Ganze gipfelt auch noch in einem wirklich unfreiwillig komischen Moment. Ich habe das bei einigen Leuten um mich herum gemerkt, die mussten sich teilweise das Lachen verkneifen oder das Geifern oder das Sabbern. Naja, so ist es halt manchmal, wenn jemand scheinbar den ganzen Film über kein BH trägt, aber egal. Und naja, sie macht es ganz okay, mehr nicht. Die anderen jungen Darsteller, die quasi ihre Freunde spielen, naja, sie haben versucht, das Drehbuch noch zu unterbieten. Sie sind da, aber mehr auch nicht. Und der Film weiß auch nicht viel mit ihnen anzufangen. Sie werden sehr schnell aus der Handlung dezimiert. Ja, und dann geht es natürlich darum, diesen Plotpoint vom Anfang des Films wieder aufzugreifen, mit dem Lynchmob, dann noch das Thema Rache mit reinzubringen. Und dann wird natürlich so viel erklärt, sehr viel erklärt. Der Film bremst sich selber aus und ja, ist bei weitem nicht so terrorlastig wie zum Beispiel The Beginning, was an sich schade ist, gipfelt aber dennoch in einem sehr sehenswerten Finale, wo dann auch noch in konterweise The Exterminator quasi die Fleischwolf-Szene zitiert wird. Und ich muss sagen, der Film ist schon ziemlich blutig ausgewählt, obwohl er für ein R-Rated-Rating natürlich zensiert werden musste, da ansonsten die Originalfassung NC-17 bekommen hätte. Letztendlich ist es fraglich, wie viele Sekunden oder Minuten rausgeschnitten werden mussten. Letzten Endes ist es aber so, dass Lionsgate erstmalig auf eine Unrated-Version des Films verzichtet. Erstaunlicherweise hat es der Film hier in Deutschland durch die FSK Uncut geschafft, scheinbar in eine Kinofassung. Und
Das ist schon an sich wirklich großartig, denn nachdem ich den Film gesehen hatte, habe ich mich schon gefragt, kommt er überhaupt hier durch die FSK durch? Und wenn überhaupt, müssen die einen guten Tag haben. Ja, weil es gibt einige Szenen, die sind doch schon recht hart ausgefallen. Und die Kamera hält teilweise schon recht drauf, wenn jemand in der Mitte zersägt wird, wenn auch ein Kopf abgesägt wird oder quasi dieser Fleischwolf-Moment kommt. Und ja, das ist vom Handwerklichen doch sehr gut umgesetzt, während es andere Effekte gibt, die denen man ihre computergenerierte Herkunft ansieht. Das sind vor allem Feuereffekte, die meistens Blätter- und Gore-Effekte. Da hat man sich noch bemüht, diese wirklich ja wirklich handmade zu erstellen. Immerhin sind sie von KMB AFX, die schon bei anderen TCM-Teilen beteiligt waren. Ja, dann natürlich noch ein ganz wichtiges Element ist das Auftreten von einigen, würde ich schon quasi sagen, TCM-Recken. Wie diese sich nun im Film schlagen und wie groß eigentlich ihr Auftritt sein wird. Gunnar Hansens Auftritt ist sehr klein, ohne Maske. Mal sehen, wer ihn erkennt. Dann Marilyn Burns, auch ein recht kleiner, aber netter Auftritt. Der ist auf jeden Fall nicht so verkorkst wie in The Next Generation. Bill Moseley spielt hier den Jim Sido-Part, des Drayton Sawyer, des Kochs. Ja, wir wissen, was mit dem Koch am Anfang des Films passiert. Das kann man sich eigentlich schon denken. Eigentlich ist er genauso wie die vorherigen zwei total verschenkt, was ich an sich wirklich schade finde, da Bill Moseley ja als Topshop eine grandiose Performance in TCM 2 hingelegt hat. Und der Einzige, der wirklich aus diesem Genre-Cast noch wirklich gut wegkommt, ist Richard Reeler, einer der meistbeschäftigsten Nebendarsteller Hollywoods, der auch in Hatchet oder in Rob Zombies Halloween 2 mitgespielt hat. Und hier aus seiner Klischee-Figur wirklich das Beste rausholt und auch die meiste Screentime hat, wenn ich an die drei anderen Darsteller denke, die ich vorher genannt habe. Also insgesamt kann man damit zufrieden sein. Natürlich ist es ein Film, der ja quasi entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht. Und vor allem muss man natürlich seine Erwartungen dann sehr weit nach unten schrauben. So ist es bei vielen modernen Genrefilmen. Aber letzten Endes hat mich der Film sehr gut unterhalten. Er hat über weite Strecken sich bemüht, eine sehr düstere Atmosphäre aufzubauen, auch um Spannung bemüht. Und das funktioniert auch teilweise, wenn ich daran denke, dass die Handlung wirklich sowas von megamäßig konstruiert und vorhersehbar ist, was mit einzelnen Charakteren passiert. Aber das Selbstreferenzielle und das Zitatenhafte, was in einigen Szenen drinsteckt, hat doch für manche Momente des Schmunzelns gesorgt. Und mehr erwarte ich mir von so einem Film auch wirklich nicht, aber er ist einer der besseren Backwoods-Slasher der letzten Zeit. Und er weiß auch zu funktionieren. Und das ist auch das Gute, wenn ich im Gegensatz an einen Madison County denke. Und ja, die Auftritte von Leatherface wissen zu überzeugen in dem Film, genauso wie die ganze Umsetzung. Nur man sollte ja definitiv kein The Beginning erwarten oder sowas, denn ein Early Ermy wird man hier nicht vorfinden. Letzten Endes bekommt der Film dennoch solide, überdurchschnittlich gute 7 von 10 Punkten von mir. Ja, und mich würde natürlich interessieren, wie ihr den Film findet, wenn ihr ihn schon gesehen habt, was ihr daran gut fandet. Ihr könnt es mir in den Kommentaren natürlich posten oder vielleicht auch eine Videoantwort erstellen. Ich bin erstmal raus, das war's mit einer neuen Kritik, diesmal zu TCM 3D. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal hier auf diesem Kanal. Ciao, euer Chris.